beiden Programmen verbunden sind, dann hat der IWF sich schon übrigens 2015 verpflichtet, wenn Griechenland es richtig so umsetzt wie vereinbart, sich dann auch mit einem eigenen Programm zu beteiligen. Und davon gehe ich aus, dass das jetzt in den nächsten Wochen auch erreicht werden wird. Schuldenerlass geht nach europäischem Recht gar nicht. Das ist durch den europäischen Vertrag mit dem Verbot von Bailout ausgeschlossen. Schuldenerleichterungen, Herr Fuß hat das gesagt, haben wir ja schon gemacht. Das alles ist übrigens im zweiten Griechenland-Programm 2015 und dann wieder 2016 schon so vereinbart worden. Worauf es ankommt, ist, dass Griechenland die Reformen, die Griechenland umsetzen muss, um mehr nachhaltiges Wachstum zu schaffen, um die Leistungen, die Griechenland von sich erwartet, auch zu erwirtschaften. Dieser Prozess, der hat Fortschritte gemacht, der muss konsequent weiter vorangeführt werden. Die Schulden sind nicht eigentlich das Problem von Griechenland, sondern wie selbst der Kollege Schneider von der SPD in ihrem Beitrag gesagt hat, die Reformen sind es, Griechenland muss wettbewerbsfähiger werden. Und das ist der Sinn der Programme und daran, wir arbeiten da, Griechenland muss die Reformen machen. Wenn Griechenland die Reformen macht, gibt es kein Problem. Und wenn Griechenland die Reformen nicht machen sollte, aber Griechenland macht die Reformen, dann gibt es ein Problem.